Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Try-on New Make-up in my Stock Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, Herzstück dieser ganzen Geschichte ist von I Heart Revolution, diese Lidschattenpalette mit diesen wunderschönen Hündchen drauf. Semi ist ja auch schon im Raum und läuft hier durch die Gegend, denn gleich machen wir sein Ostergeschenk auf, denn heute ist Ostermontag und ja, der kriegt seine Zoroyal-Box, die Schatzkiste. Wir starten jetzt einfach mal mit einem Primer und zwar hatte ich den in einer Box mit drin, In Transit Camera Close-Up Primer. Das kannst du als Maske, als feuchtigkeitsspendendes Produkt oder als Primer verwenden. Ich möchte den jetzt einfach mal als Primer verwenden und der kommt von der Marke This Works. Kommt sehr fest und cremig hier raus, riecht unheimlich gut, leicht zitronig, limonig, huch, und der zieht aber schnell ein. Muss ich nachnehmen. Ja, wenn das eine Pflege ist, dann kommt das auch auf den Hals. Das ist doch vollkommen in Ordnung hier. Fühlt sich sehr schön pflegend auf der Haut an, ist aber relativ dick von der Konsistenz, zieht dann aber wieder schnell ein. Also das ist so ein Wechselbad der Gefühle in meinem Gesicht gerade. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den finde. Er fühlt sich aber einfach an wie eine schöne, angenehme Creme. Ja, und er spendet Feuchtigkeit. Auch das finde ich sehr positiv. Rival de Loop hat eine neue Foundation rausgebracht. Das ist dieses Allrounder Miracle Skin Matcher. Und hier steht, das passt sich jedem Hautton an, kaschiert Hautunebenheiten, spendet wertvolle Feuchtigkeit dank Hyaluronsäure. Und das möchte ich jetzt in meinem Gesicht einmal ausprobieren. Die Verpackung erinnert mich so ein bisschen an Jahrmarkt. Ich finde es praktisch, dass du hier bei der Tube noch einen Pumpspender mit dabei hast. Hä? Okay, ja geil. Gut, sehr hell. Aber ich denke, dass hier die Farbpigmente dann aufplatzen werden. Jedenfalls ist das meine Hoffnung. Deswegen verteile ich das auch mit meinen Händen erstmal im Gesicht. Sieht aus wie vorher, oder? Als hätte ich nichts gemacht. Ich gucke mal, wie das mit noch einer Schicht aussehen würde. Gebe ich mir quasi einfach nochmal hier so einen Pump-Pump auf. Gebe das schon mal so ein bisschen in meine Hände. Und dann auf mein Gesicht. Ich sehe immer noch keine Veränderung, Leute. Gar nicht. Also Rötungen sind überhaupt nicht abgedeckt. Das ist einfach wie eine Creme. Und eine Creme ist natürlich ein Allrounder. Ich suche verzweifelt nach Farbpigmenten in meinem Gesicht und finde keine. Das ist ja blöd. Wenn du da gar nichts von siehst, ne? Ich meine, wofür braucht man das dann? Nö, das ist öde. Das wird gar nicht erst in meine Sammlung einziehen. Das finde ich nicht gut. Ja, als Concealer brauche ich jetzt aktuell den Löscher von Maybelline auf. Den habe ich in der Farbe 03 Fair. Ich meine, ich mag ja eine leichte Deckkraft von Foundations, ne? Aber es sollte schon mindestens eine leichte Deckkraft haben. Sprich, irgendeine Deckkraft. Und wenn es einfach gar nichts abdeckt, dann ist es irgendwie sinnbefreit, oder? Ich habe da so ein Härchen, was da drin ist und nicht rauskommen will bei meinen Augenbrauen, das macht mich wahnsinnig. Dafür wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie sowas wie Color Correcting ganz cool, aber ich mache ja kein Color Correcting. Naja, und ich verteile mir jetzt meinen Concealer ganz verrückt irgendwie im Gesicht, so als Foundation-Ersatz. Aber das nur ganz leicht halt, ne? Weil das muss jetzt auch nicht hier so ultramäßig unterwegs sein. Das ist dann mehr so, dass ich heute eine leichte Deckkraft habe. Bei dem Augen-Make-up, was ich geplant habe, wird das dann natürlich etwas interessant. Ja, ne, haben so ein bisschen jetzt so was ausgeglichen in meinem Gesicht. Ja. Dennoch werden wir das Ganze jetzt einmal setten, weil ich habe ein neues Puder, was ich austesten möchte. Und das ist hier von Uslu Airlines, das Powder Otnadata. Kommt, glaube ich, aus der Luxury-Box. Gebe ich mir hier so in den Deckel rein. Das ist halt ein loses Puder, ne? Und da habe ich hier von Beauty Blender aus diesem Set, was ich bei Purish bekommen habe, so ein Powder Puffin. Der ist super witzig. Also der hat hier eigentlich auch so ein Schwämmchen, ne? Das Schwämmchen könntest du auch noch verwenden entsprechend. Du kannst auch hier den Finger reinmachen, da kannst du noch besser damit arbeiten. Und hier unter diesem Seidenvieh ist so ein Gelpad. Das ist super interessant. Mal gucken. Damit möchte ich jetzt mein Gesicht abpudern. Nehme ich mir das Puder auf und gebe mir das hier unter die Augen. Da kommst du gut mit in die Ecken rein, das muss ich wirklich sagen. Es ist merkwürdig, damit zu arbeiten, aber es ist schön. Wirklich schön.
Und das Puder gefällt mir auch gerade sehr. Das kann man so eintapern, aber das kann man auch so verstreichen. Finde ich schön. Was ich bei dem Puder doof finde, ist, dass du das nicht zudrehen kannst. Also da hast du hier schon die Hälfte in dem Puderbottich hängen, bevor du überhaupt irgendwas in den Deckel gemacht hast. Das heißt, man muss das auf jeden Fall so lagern. Ansonsten, ja, pudert das so durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob ich das so als immer Tool benutzen möchte, weil eigentlich möchte ich ja immer gerne so einen großen Pinsel haben, womit man durchs Gesicht fluffeln kann. Das kannst du jetzt hiermit natürlich nicht. Aber man wird halt so gestreichelt und kommt überall eigentlich ganz gut ran. Also interessantes Tool auf jeden Fall. Aber da ich mir neue Pinsel bestellt habe von Leni Brush, habe ich hier garantiert auch einen schönen, fluffigen, großen Blendepinsel, Puderpinsel mit dabei. Also wow. Ja, ne? Ich hatte einfach Lust drauf, weil irgendwie waren da viele von am Schwärmen und ich habe mir gedacht, Mensch, die willst du auch mal ausprobieren. Ciao. Und habe mir dann zwei verschiedene Sets bestellt. Das ist halt immer dieses Knochenfarbene, Peachfarbene, wie auch immer, weil ich das einheitlich ganz schön fand. Und das ist einmal dieses Augenset mit diesen Augenpinseln und das Face-Set habe ich auch bestellt. Ja, dann nehme ich hier diesen Tapered Powder Pinsel einfach mal, um mal so ein bisschen das überschüssige Puder wegzufegen. Oh, die sind aber schön, die Pinsel. So, im ersten Moment fühlt sich das ganz gut auf der Haut an. Der Pinsel gefällt mir, das Puder gefällt mir. Bis auf die Foundation gefällt es mir. Boah, jetzt nehme ich hier einen Bronzer, meinen Butter Bronzer von Physicians Formula, den ich hier habe. Den nehme ich auch mal mit diesem Pinsel einfach auf. Und ist jetzt nicht neu, aber den gebe ich mir auch auf mein Gesicht. Ja, auch Bronzer kann man mit dem Pinsel ganz gut auftragen. Auch wenn man wahrscheinlich eher so einen etwas fluffigeren Pinsel dafür brauchen würde. Aber den kannst du dann sehr gezielt aufsetzen. Und das ist eigentlich ganz cool. Und du kommst auch hier schön ans Ohr. Man fühlt sich sehr künstlerisch mit diesem Pinsel, muss ich sagen. Ja, den Bronzer wollte ich auch nur ganz leicht auftragen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Einfach um dem Gesicht so ein bisschen Dimension zu geben und ein bisschen, ja, Wärme auch zurückzugeben, ne? Genau. Hier habe ich ein neues Blush. Das ist von Gosh, dieser Blush Natural in der Farbe 42 Melon. Ich weiß gar nicht, wo der mit drin war. War der in der Glossy Box mit drin? Ich glaube schon. Dann nehme ich mir jetzt von Leni Brush den Angled Cheek Brush. Das ist die LBF11. Das ist ein sehr dezenter Blush. Genau. Und den trage ich mir hier einfach mal auf. Trage ich auch gerne ein bisschen großflächiger auf, weil er halt wirklich dezent ist. Aber ich finde den schön. Ich hatte den ja beim Unboxing auch schon so ein bisschen getestet. Da habe ich auch gesagt, ja, für so ein Alltags-Make-up ist es ganz schön, ne? Und da ist es tatsächlich jetzt auch ganz cool, dass die Foundation sehr dezent ist, quasi gar nicht vorhanden, weil ich einen dezenten Bronzer habe. Oder ich habe mir den Bronzer dezent aufgegeben, ne? Ich hätte den noch intensiver machen können. Aber ich wusste ja, dass der Blush auch dezent sein wird. Aber so passt es eigentlich ganz gut zusammen. Das blende ich jetzt einfach so im ganzen Gesicht herum. Was mich natürlich total stört, ist, dass ich hier an der Augenbraue halt immer noch diesen Punkt habe. Aber na, kannst nicht alles haben. Jetzt nehme ich hier den Highlighter Brush und dann habe ich mir von Catrice aus der neuen Limited Edition diesen Highlighter geholt. Glow in Bloom und den habe ich in der Farbe Sunflower Blossom. Ja, es waren bei Kosmetik Verlässt doch einige Sachen ausverkauft und da habe ich mir jetzt diese Farbe geholt und den habe ich noch gar nicht getestet. Da bin ich jetzt super gespannt, wie der auf dem Gesicht aussehen wird. Hui. Intensiv sieht er aus. Aber der Highlighter an sich gefällt mir. Ich finde den auch schön. Das muss ich wirklich sagen. Er ist halt intensiv, aber er ist schön. Wow. Wow, 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 wow. Und du hast da einen schönen nassen Glow. Schon sehr intensiv, Leute. Huhuhuhu, da muss ich echt zusehen, dass ich den ein bisschen ausgeblendet kriege. Aber er gefällt mir. Finde ich klasse. Wenn einem sowas zu intensiv ist, dann kann man sich den angefeuchteten Schwamm nochmal nehmen und da so ein bisschen drüber gehen, um das Ganze noch so ein bisschen, ne, softer hinzukriegen. Aber gefällt mir. Doch, das ist eine Empfehlung. Definitiv. Und ja, ich sitze hier mega chillig vor euch, ne? Das ist ja hier der Oberchill-Sweater überhaupt. Entschuldigung. Aber wenn ich gleich mit Sammy drehe, wollte ich jetzt nicht irgendwie mir piekfeine Klamotten anziehen, ne? Ich denke, wir werden schmusen und er wird mir alles vollhaaren. Das darf der aber auch. Augenbrauen mache ich mir auch mit Produkten, die ich jetzt aktuell noch da habe. Das ist jetzt nichts Neues von Delilah Brow Groom. Das ist dieser Augenbrauenstift. Kommt mit einem Spoolie an der einen Seite und einer
Tropfenform an der anderen Seite. Irgendwie habe ich heute voll den Bad Eyebrow Day. Keine Ahnung, ob sowas gibt, aber ich habe ihn. Naja, also ich werde mir jetzt den 24 Hours Brow Set noch drüber geben, um meine Augenbrauen entsprechend zu fixieren. Aber irgendwie, die sehen echt merkwürdig heute aus. Keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, Bad Eyebrow Day. Vielleicht sehen die auch so merkwürdig aus, weil ich heute gefühlt irgendwie keine Foundation oder so drauf habe. Ich habe keine Ahnung, aber die sehen echt merkwürdig aus. Egal. Augenbrauen sind fertig. Den Augenprimer für den, also Lidschattenprimer, Urban Decay Primer Potion verwende ich in letzter Zeit halt immer wieder. Und brauche ich halt entsprechend auf. Ach so, dass es in diesem Video eine Verlosung gibt. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Aber es gibt eine Verlosung. Und zwar habe ich auch was von iHeart Revolution mitbestellt für euch. Fortune Seeker. Dieses wunderschöne Pinselset. Fand ich richtig schön. Das sind so lila Pinsel und ja, Facepinsel, Augenpinsel mit Glitterflitter. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, schreib mir einfach deine Haarfarbe unten in die Kommentare. Die restlichen Teilnahmebedingungen stehen unten in der Infobox. Die Augen sind geprimed und dann schauen wir uns mal diese mega geile Lidschattenpalette an. Die heißt Revo Pouches. Ja. Und natürlich muss ich die haben, oder? Ich meine, das ist ja klar wie Kloßbrühe. Ja. Hey. Vier unfassbar süße Hunde sind da drauf abgebildet. So schaut die Palette aus. Du hast ja einen großen Spiegel drin und ziemlich coole Farben. Mit der Farbe Bone werde ich meine Lider einmal setten. Das ist halt so ein richtig schöner knochenfarbener Ton. Und der hat eine angenehme Deckkraft, sodass ich da so ein bisschen auch meine Äderchen über dem Auge damit abdecken kann. Ich meine, der Look wird intensiv, deswegen ist das alles nicht so wild, aber... Das finde ich immer ganz nett, wenn der Setting-Ton und die Lidschattenbase und so halt so ein bisschen dieses Bläuliche, was sich hier oben bei mir über den Augen abspielt, ein bisschen abdecken, damit das auch alles ein bisschen ruhiger wird, ne? Ich möchte mir tatsächlich heute ein Halo-Eye schminken und gehe dafür in die Farbe Bark rein. Das ist dieses dunkle Braun hier oben. Der ist, wow, der ist matt und richtig heftig pigmentiert. Den setze ich mir vorne und hinten hin. Ui. Ja, der Pinsel ist dafür ein bisschen zu groß. Dann nehme ich mir jetzt so einen etwas schmaleren. Das funktioniert deutlich besser. Wenn du nicht weißt, wo du dein Halo Eye setzen sollst, orientier dich an deinem Auge einfach. Du hast in der Mitte deine Iris und das Dunkle setzt du dir quasi dahin, wo das Weiße von deinem Auge ist. Die Farbe ist richtig gut pigmentiert. Die ist nicht fleckig oder so, richtig, richtig schön. Ich muss die Farbe zwar ordentlich aufbauen, weil ich das auch nur ganz vorsichtig, ich tippe immer nur zweimal hier in die Palette rein und dann bringe ich das auf mein Auge, weil ich möchte kein Fallout oder sowas haben. Deswegen arbeite ich sehr, sehr vorsichtig. Die Farbe Doggo, das ist dieses Aprikot, gebe ich mir als Verbindung oben an mein Halo Eye. Genau, da gehe ich auch wieder mit diesem Pinsel rein, klopfe den ab und dann blende ich zum einen die Geschichte hier aus und zum anderen verbinde ich die beiden Balken miteinander. Das geht natürlich besser mit einem Blendepinsel, aber die Farben lassen sich leider nicht so schön ineinander verblenden, wie ich mir das gewünscht hätte. Mit der Farbe Blondie werde ich das Ganze nach oben hin dann auch nochmal ausblenden. Die Farbe sieht man jetzt nicht so wirklich. Ich baue mir Doggo hier noch ein bisschen auf. Ich glaube, das Problem bei Doggo ist, dass du da irgendwie so einen Schimmer oder sowas mit drin hast. Ich glaube, das verträgt sich da gerade nicht so gut mit den anderen Geschichten. Das gefällt mir nicht so optimal, muss ich gestehen. Und wenn man Blondie nur so an den Rand setzt, dann sieht es auch ganz okay aus. Ich nehme ja auch noch ein bisschen von dem Bone auf und gebe das mal hier oben außen an der Außenkante entlang. Also quasi die Settingfarbe, weil mir das einfach alles zu hoch gewandert ist. Als nächstes mache ich mir erstmal eine Cut Crease, dann nehme ich hier einfach von Essence diesen Concealer und ja, mache mir damit eine Cut Crease. Das hat jetzt leider nicht ganz so gut funktioniert, wie ich das mir eigentlich vorgestellt habe, aber egal. Wir machen jetzt weiter. Die Farbe Bestie gebe ich mir jetzt außen an das Halo Eye. Das ist so ein hammerschöner Ton, dann nehme ich jetzt hier auch diesen Pinsel, den ich jetzt schon für die Cut Crease genommen habe. Der ist nämlich noch leicht feucht. Dann tupfe ich das so außen dran. Der ist richtig schön metallisch. Die Übergänge sind mir hier ein bisschen zu heftig. Dann nehme ich mir die Farbe Possum.
Das ist dieser hier. Der ist eigentlich auch eher so anthrazitfarben. Nehme ich mir ein bisschen von auf. Gebe den hier so minimal an die Übergänge, damit der Übergang von dem schimmernden und dem dunklen Matten nicht zu intensiv ist. Ist ganz vorsichtig mit dem Point Brush. So haben wir es dann etwas softer als Übergang, ne? Und in mein Zentrum von diesem Halo Eye gebe ich mir selbstverständlich die Farbe Woof. Das mache ich direkt mit dem Finger. Das ist auch sehr, sehr lose gepresst im Pfännchen. Die presse ich mir richtig hier so drauf. Fällt auch die Hälfte irgendwie runter. Mit dem Point Brush von eben werde ich das Ganze hier so ein bisschen noch eintapern. Oh, das flockt aber ganz intensiv hier gerade runter. Ei, 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 ei. Da habe ich wohl zu viel auf den Finger aufgenommen. Boah, das flockt aber ins Auge, Leute. Ja, die Farbe haftet nicht am Auge, das ist echt doof. Ich gebe mir jetzt nochmal Doggo, das ist ja dieses Peachige, nochmal in die Lidfalte mit diesem Point Brush auch rein. Um die nochmal so ein bisschen hervorzuheben, weil das Ganze ja irgendwie auch gerade so ein bisschen viel verblendet wurde. Und das Fallout versuche ich jetzt mal so ein bisschen wegzuwischen, aber das ist ganz schön hartnäckig hier. Die Farbe Floof hat leider auch ein bisschen was von dem Kickback in der Palette abgekriegt. Wollte ich mir jetzt in meinen Inner Corner geben und auch an den Augenbrauenbogen. Die Farbe ist leider ultra flockig. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir auch wieder Doggo von eben und blende den mit Blondie aus. Das ist ja dieser senfgelbene Ton da. Aber nur ganz bisschen. Also mit diesem Beauty Blender Ding kriegst du auf jeden Fall auch das Fallout mal so ein bisschen weg hier. Aber ich glaube, dass ich mir damit halt auch meine Base-Produkte so ein bisschen abtrage. Das finde ich etwas ärgerlich. Aber naja, das wäre auf jeden Fall der Lidschatten-Look, der einfach mal ein bisschen anders aussieht. Also nicht farbenfroh, finde ich. Der ist irgendwie so ein bisschen gedeckter, ein bisschen gedämpfter. Aber er wird noch ein bisschen anders aussehen, wenn ich gleich hier auch Kram noch drauf mache. Den Beauty-Blender hier, dieses Tool, das kann man schön zum Ausbessern nehmen. Das gefällt mir auch richtig gut. Okay, ja. Ich werde jetzt mein Gesicht einmal setten. Dann werde ich mir einen Eyeliner ziehen, Mascara drauf machen, Lippen drauf machen und dann bin ich gleich wieder da. Ja, also der Look ist schwierig. Entweder man liebt es oder man hasst es, würde ich mal so sagen. Ich finde, dass es ziemlich cool aussieht. Also, ne? Hat nicht wirklich was mit Frühling oder Sommer zu tun. Es ist eher so ein Herbstlook. Und dazu habe ich jetzt mal so ein bisschen einfach nur Lipgloss drauf gemacht. Und es ist intensiver. Was ist irgendwie cool? Ja, und im Gesamten irgendwie, ich finde, das hat was. Aber wirklich wohl fühle ich mich mit dem Augenlook, um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Auch wenn ich irgendwie finde, dass er was hat und dass er irgendwie schön ist. Ja, das war auf jeden Fall mein Video. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!